Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir weiterhin ein paar Nebenquests gemacht. Unter anderem haben wir in diesem Nebenquest einen alten Mann abgezogen, indem wir am Friedhof für ihn gebetet haben. Und das hat 5000 Gil gekostet. Oh, und heute ziehen wir ein paar Kinder ab. Viel Spaß. Haben wir hier eigentlich Händler? Außer diesen Einwaffenhändler. Materialladen und... Achso, das ist Chatley. Ja, beim Materialladen waren wir auch schon. Da waren wir jetzt auch. Tolle Stadt. Nicht mehr eine neue Waffe habe ich bekommen. Ah, Aris. Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Oh oh. Mr. Florist. Meister Florist, nicht Mr. Florist. Hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Können wir euch auch beklauen? Ist hier eine Kiste irgendwo? Ja, nice. Das braucht ihr ja nicht mehr, ne? Ein Äther. Und diese Tageszeit kann ich nun mal nicht anders. Habe ich nie verstanden, wie man immer nur an Essen denken kann. Keine Ahnung. Ich denke viel zu wenig an Essen. Wenn die sich hier blicken lassen. Ah, du bist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden. Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Foria, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Ach Gott. Die möchte gern Cloud, wenn wir jetzt suchen. Es ist wieder so ein Suchspiel, also sehen wir uns gleich, wenn wir es gefunden haben. Guck mal, da ist eins. Na du? Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Foria etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Das war Nummer 1. Ah, guck mal, da ist schon Nummer 2. Ah, habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Tja, das sagst du jetzt, dass du denen so viel Geld schenken willst. Am Ende wirst du es nicht tun. Und das verspreche ich dir. Ah, wer bist du denn? Nee. Das ist der Weg. Wieso habe ich das hier nie gesehen? Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slum-Bewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! So, noch mehr Kinder? Hier soll es angeblich spuken. Noch mehr Kinder. Okay, laufen wir die Runde zu Ende. Ah, guck mal.
Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja, der Unterricht bei Fräulein Furia. Ich muss los. War das jetzt alle? Ich weiß, du meinst... Nein, waren es nicht, na gut. Vier haben wir. Vielleicht fehlt ja noch einer. Fünf ist eine magische Zahl. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach da. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Das sind alle Kinder. Okay. Zurück zum Helmchenhof. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit 3 Gil? Für 3 Gil vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! 3 Gil. Der König kann dir nichts anhaben. Alter. Immerhin bist du super stark. Der Typ hat einen Baseballschläger mit Nägeln drin. Ist okay. Damit kann er den Krötenkönig auch aufstecken. Wahrscheinlich war das irgendwie einfach nur so eine kleine Kröte, dem sie irgendwie, keine Ahnung, so eine Pappkrone drauf gemacht haben. Der Krötenkönig, der Krötenkönig. Mal gucken, ich bin gespannt. Für 3 Gil riskiere ich jetzt mein Leben. Geilo. Oh, ich wette, er ist am Wasser. Hier gibt's viele Probleme, die wir Kinder nicht lösen können. Ja, ja, ich mach das schon. Papa macht das schon. Schauen wir mal. Wie sieht's aus mit meinem Leben? Wo konnte ich das nochmal sehen? Ah, hier. Ah, ich sieh gut aus. Ich hoffe, der hat keine Schwäche zu Eis. Bleib zurück. Eis ist kacke. Fällt mir im Traum nicht ein. Ja, toll. Ich habe mich getroffen. Hat er sich gerade geheilt? Was für ein Sack. Ein einziger Floh. Das hat geklappt. Oh, 2 Flöhe, sie vermehren sich. Bleib lieber hinter mir. Also, die hatte ich ja schon mal. Die habe ich noch nicht analysiert, die muss ich noch analysieren. Nur kein Übermut. So. Oh, Eis. Ja, ich muss Eis in mein Repertoire mit einfügen. Na gut. Es ist aus. Ja, bevor du deine Fähigkeit einsetzen konntest. Los geht's. Stufe gestiegen. Nice. Na dann. So, wie sieht's eigentlich mit dem WP? Ah, wir haben die WP gar nicht für Aeris verteilt, ne? Oh, wir hätten längst stärker sein können. Cloud, 25. So, ein dritter Baum.
Was haben wir hier noch offen? Erhöht TP physische Abwehr. Okay. Benötigt WP 8. Erhöht die physische Abwehr, solange der TP-Wert bei mindestens 75% liegt. Ja, das brauchen wir jetzt noch nicht. So, erhöht physische Attacke um 8. Ja, das kann man sowieso schon mal machen. Und erhöht magische Attacke um 6. Das geht auch noch. Magische Attacke, TP-Maximum sowieso. Okay, jetzt haben wir alles einmal gemacht. Jetzt gehen wir auf Everest mit ihren 50. So, ja. Materia-Slot, nice. Da kann ich gleich Eis reinpacken. Magische Attacke, klar, logisch. Erhöht TP, kann man auch machen. Erhöht MP. So, oh. Das ist cool. Ich meine, wir brauchen eh Wasser, Wind, Feuer, Eis. Und wir können sogar noch was machen. Ne, können wir nicht. So, und jetzt, stimmt, da war ja was. Eris. Ach stimmt, wir haben ja sogar noch mehr Platz. Okay, Frost. Ja, Tifa hat den, ist mir egal. So, dann, wenn wir schon mal bei Frost sind, Shiva. Und du bekommst noch logischerweise heilen eigentlich, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Das. Bist du auch wieder alleine? Ja. Was soll das? Alleine seid ihr mir die liebsten Gegner. Ja. Tschüss. Das war's dann. Bleib zurück. Direkt zum nächsten. Fällt mir im Traum nicht ein. Er hat mich. Oh, diese kleine blöde Drecksau. Das war's. Es ist aus. Okay. Du kleine Guffelnase. Hast mich gerade geschlagen, okay. Aber ich mache jetzt einen Mutangriff auf dich. Zack. Das hast du verdient. Das war abzusehen. So, der Krötenkönig ist hier noch nicht, ne? Du siehst anders aus. Du bist aber nicht der Krötenkönig, oder? Keine Zeit für Spielchen. Ich bin total konzentriert. Kollektivschutz. Ja. Nein, ich wollte doch gerade ausweichen. Das sollte reichen. Doch, das ist der Krötenkönig. Genug? Lol. Dann analysieren wir ihn mal, ne? Kann nicht schaden. Oh. So, Krötenkönig. Wirksames Eis. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird er schockanfällig. Zu nachlässig. Wir müssen zuerst den Krötenkönig ausschalten, ne? Weil der hat auch nicht so viel Leben. Oh, diese Penner! Okay, machen wir nochmal Impulshieb. Und du machst nochmal Eisra.
Ja, das ist die Scheiße bei Aisra, weißt du? Muss das beenden. Der hat mir einen Heiltrank gestohlen. Alles im Griff. Lass mich in Ruhe. Hilfe! Aisra. Was du auch gerade machst. Was? Wollt ihr mich gerade einschläfern? So, mach ich auch mal ein bisschen Magie. Hochspannung. Und jetzt? Alter, geh mir doch nicht so auf den Sack, Mann! Oh. So wird das nichts. Was soll das? Los, Aris. Okay. Magie. Also, sie wird gerade angegriffen, ne? Ich probier's trotzdem mal. Okay. Machen wir nochmal Blitzra. Komm nicht. Oh, was für Pisser. Sehr gut. Okay. Mein Einsatz. Wie schnell das auch weggegangen ist. Mit hier. Volle Konzentration. Oh, das wollte ich nicht. Das sollte reichen. Okay, machen wir mal Chakra. Und weiter. Wechseln nicht dann den Charakter. Zeit zum Ausholen, oder? Und machen dann ein Gebet. Bin bereit. So spare ich sehr viele Items. Au, das war ein Feuerer. Krass. Yep. Meine Fresse. Okay, er ist weg. So, Klarot, mach mal dein Limit. Kreuzschlag. Ah, ist der einzige, der hier noch übrig ist. Lol. Tifa hat den anderen einfach fertig gemacht. Gerade noch so davon gekommen. Ja. Hui. Crazy. Die haben einfach einen Support an ihrer Seite. Mir geht's gut. Ist nur alles ein bisschen rot. Hier kriegst du einen Heiltrank, damit es nicht so nervig ist. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu! Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia! Eine Keule, in der Nägel drin sind. Geil. Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken, bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Bix? Oh, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Den habe ich fertig gemacht, den Bix. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Tänzerin? Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt. Und du darfst jetzt bei Du weißt schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Ich
Ich weiß nicht, wovon der geredet hat. Ich bin unschuldig. So. Was wollte ich gucken? Genau. Ausrüstung Cloud. Nagel. Ernsthaft? Das ist doch scheiße. Entfesselt einen verheerenden Angriff und wechselt die Kampfhaltung. Na gut, ich muss das jetzt erstmal machen. Die Fähigkeitsstörung würde ich erstmal nach vorne bringen. Da ist nicht mal Platz für Materia. Ach Gott, jetzt sieht das armselig aus. Aber ich brauche die Fähigkeit. Eventuell könnte sie helfen. So, dann gehen wir doch mal zurück und gucken, was die von uns wollen, ne? Oder was die, was ich weiß, was es da gibt. Mal gucken. Mal gucken, was ich weiß, was es da so gibt. So, hallo. Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Okay, aber... Der Engel des Lamms. Okay. Naja, Leute, der Krötenkönig ist am Ende. Wir haben ihn fertig gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir die Kinder in ihrem eigenen Spiel gnadenlos vernichten. Bis morgen. Ciao.